Milchalternativen werden immer beliebter, aber welche Alternative kommt der normalen Kuhmilch am nächsten? Wir möchten in diesem Video Milchalternativen, die damit werben, ähnlich wie Milch zu schmecken, miteinander vergleichen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video Frog Coffee Tested. Heute nehmen wir uns Milchalternativen vor. Wie schneiden Berief, Oatly und Alpro im direkten Vergleich zur normalen Milch ab? Wir machen eine Blindverkostung und nennen euch am Ende unseren Favoriten. Aber jetzt nochmal zu euch. Was ist euer Favorit? Trinkt ihr denn schon Milchalternativen? Lasst uns gerne in den Kommentaren euren Favoriten wissen. Zu der Alpro Not Milk haben wir bereits ein eigenes Testvideo veröffentlicht. Hier könnt ihr es nochmal ansehen. Hier noch ein paar kurze Facts über die einzelnen Produkte der drei Marken. Die Berief ist relativ neu, genauso wie die Oatly, die gibt es noch gar nicht im Shop. Ab März 2023 ist die aber verfügbar. Von der Preisstruktur her ist die Berief mit ein normaler Kuhmilch relativ vergleichbar. Die anderen beiden Varianten, also Oatly und Alpro, sind teurer als normale Kuhmilch. Wir haben euch die Link zu den einzelnen Produkten in die Beschreibung gepackt. Im Shop findet ihr auch die Zutatenliste und Nährwertangaben zu den einzelnen Produkten. Und jetzt gehen wir noch einmal auf die Details der unterschiedlichen Produkte ein. Angelehnt an normale Milch hat die Alpro zwei Varianten. Einmal fettarm, einmal etwas mehr Fett. Das ist einmal die 3,5% Fettvariante und 1,8%. Die Alpros sind beide aus Erbse und Hafer und sind mit dem Nutri-Score A deklariert. Sie haben beide außerdem ein Vegan-Label. Im Kühlschrank könnt ihr das Produkt nach dem Öffnen noch 5 Tage aufbewahren und dann verzehren. Und Alpro sagt, es ist extra viel Calcium und Vitamin D für euch drin. Genau. Der Hersteller Berief setzt ganz wie normale Milch auf 3,5% Fett und 1,5% Fett, besteht allerdings anders als die Alpro aus Soja und Hafer und setzt auf drei Labels, hat auch den Nutri-Score A und das Vegan-Label und zusätzlich das Bio-Label. Allerdings kommt Berief ohne Stabilisatoren aus. Wenn ihr die Packung geöffnet habt, könnt ihr sie 3 bis 4 Tage im Kühlschrank lagern. Die beiden Oatlys hier sind wirklich brandneu. Daher ist das Design, was ihr hier seht, auch nicht das finale Design, was wir später auch im Shop haben werden. Das ist sozusagen ein Muster, was wir schon mal zugesendet bekommen haben. Oatly hat sich dazu entschieden, einmal eine 2,8% Fettvariante und eine 1,5% Fettvariante rauszubringen und setzt dabei voll auf Hafer. Die beiden Oatlys, die werben auch nicht unbedingt damit, an die normale Haarmilch ranzukommen. Daher beachten wir das einfach bei einem Test, aber wir wollen sie trotzdem testen. Oatly hat sich außerdem dazu entschlossen, komplett auf offizielle Labels zu verzichten, haben aber extra Kalzium und Vitamine mit hinzugegeben. Alle Produkte sind zum direkten Verzehr geeignet, aber sollten vorher unbedingt geschüttelt werden. Alle Hersteller weisen oben auf der Verpackung auch nochmal darauf hin, ganz besonders Berief, da sie ja ohne Stabilisatoren auskommt. Was wir jetzt vorhaben, ist eine sogenannte Blindverkostung. Heißt, die beiden sind jetzt rausgegangen und ich werde jetzt die Becher mit den 4 Getränken befüllen und die müssen dann raten, was da genau drin ist. So, Aufbau ist fertig, wir holen die beiden jetzt wieder rein. Bis gleich. Hübsch, haben sie gut für uns vorbereitet. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Blindverkostung. Die Milch stellen wir in die Mitte und von der Probe, von der wir denken, dass es am ehesten an der Milch ist, stellen wir sie direkt dran und von der am wenigsten jeweils weiter weg von der Milch. Ne? So, dann. Lass es dir schmecken. Prozent die richtige. Vom Mundgefühl her, es schmeckt einfach komplett anders. Oh, das ist schwierig. Ich muss doch nochmal testen. Also ich finde, die schmeckt mir von der Dicke und so vom Geschmack am nächsten. Ich finde, bei Hafer schmeckt man so doll immer den Hafer raus. Also das hier ist für mich die am nächsten dran. Das hier ist auf jeden Fall dolle Hafer. Ja, für mich ist es so. Warum ist es bei dir so, Evit? Die letzte, da vermute ich, dass es die Berief ist, die schmeckt einfach sehr wässrig. Ja, irgendwie nicht so voll. Auch wenn ich finde, dass die Probe davor für mich sehr stark nach Hafer schmeckt und damit einfach geschmacklich sehr weit weg ist. Also ich glaube,
Das hier ist die Oatly und die schmeckt wirklich, so wie ich finde, doll nach Hafer und deswegen am weitesten weg von der Milch. Okay, und die davor findest du nicht wässrig und damit das Mundgefühl komplett anders? Oh, ich fand's okay. Also ich fand die beiden fast gleich auf sogar. Also ich glaube, ich würde beide trinken. Martin, erhelle uns. Waren wir richtig, dass Becher Nummer 3 normale Milch ist? Also auf jeden Fall schon mal gut, dass ihr beide Becher Nummer 3 getippt habt, weil das ist tatsächlich auch richtig. Also da warte ich auch sehr einig und habe da auch kaum Zeit für gehabt, wie ja, rausgehört hat. Check. Ja, sehr gut. Okay, dann sag doch mal, welche fand ich und welche fand Eva eher zur Milch zugehörig? Eva hat sich für Becher 1 entschieden und das ist die Alpro Not Milk. Und wo Sydney hast dich für Becher 4 entschieden, das ist Oatly. Okay. Spannend. Okay. Becher 2 ist dann einfach Brief. Becher 2 ist Brief. Okay, ja. Das ist das, wo ich schon vermutet habe, dass sie sehr wässrig schmeckt. Ja, die auch beide ganz zum Schluss. Die hier? Ja, haben wir beide zum Schluss. Das ist die, die so wässrig schmeckt. Aha, die Berief. Also wir sind uns einig, die Berief schmeckt am weitesten von der Milch entfernt. Und beim anderen müssen wir einfach ein bisschen... Du hast aber im Video den Becher 2 als Oatly eingeschätzt. Tatsächlich, es war aber Berief. Okay. Jetzt, wo man es weiß. Und eins war Not Milk, ja? Ja. Okay. Ja, die beiden fand ich ja sehr nah aneinander. Und beide sind ja Hafer und... Nee, das hier ist nur Hafer und das hier ist Hafer und Erbse. Aber ein größerer Teil ist Hafer. Okay. Bei unserem Blindtest mit den Fett-Amarim-Varianten konnten wir erfolgreich die Milch herausschmecken. Sie schmeckt einfach ein bisschen fettiger, hat ein bisschen anderes Mundgefühl und einen anderen Geschmack als die Milchalternativen. Wir finden aber auch, dass Alpro und Oatly, die beiden Varianten hier, ganz gut schmecken und auch ähnlich sind wie die Milch. Sie schmecken nicht zum Verwechseln gleich, aber trotzdem kommen sie gut an das Original heran. Genau. Nur die Berief ist ein bisschen weiter weg. Ich fand sie einfach ein bisschen wässriger, also kommt nicht an das Mundgefühl von Milch oder Alpro oder Oatly dran. Gut, dann zum nächsten Test. Jetzt sind die beiden wieder draußen und wir befüllen jetzt die Becher für Runde 2. So, wir sind fertig mit dem Aufbau. Holen wir sie wieder rein. Gleiches Prozedere wie eben. Lasst uns mal testen und herausfinden, wer schmeckt. Wer schmeckt wie Milch? Oh, die schmeckt mir nicht so gut, glaube ich. Boah, das ist schwer. Der Test ist schwieriger. Weil es vom Mundgefühl ähnlicher ist. Ah, nee. Diese hier. Oh, da war aber eine gerade sehr nah dran. Ja, oder? Welche bei dir sehr nah dran? Nee, lass dich mal nicht beeinflussen. Okay, okay, okay. Boah. Das ist echt nicht leicht. Also diese hier gefallen mir nicht. Also diese hier ist wieder ganz weit weg, finde ich. Beide, finde ich. Okay, Leute, ich entscheide mich jetzt so. Also ich finde, die beiden schmecken so weit weg vom Original. Die schmecken mir, wenn ich im Gegensatz dazu diese beiden probiere, da konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden, welche jetzt die echte Milch ist. Aber bei den beiden, die haben mich nicht überzeugt. Also für mich ist das hier die Probe mit der Milch. Das konnte ich klar, also für mich klar identifiziert. Ich finde, diese beiden sind sehr ähnlich, obwohl ich tatsächlich diese hier ziemlich nah dran fand. Und diese ist für mich sehr weit weg. Die eine schmeckt, da schmeckt man irgendwie noch so einen anderen Beigeschmack mit raus. Und das eine ist auf jeden Fall Hafer, da schmeckt man sofort. Dieser Hafergeschmack, der ist sehr prägnant. Okay, Martin, löse es für uns auf. Ihr habt beide eingeschätzt, dass 4 die Kuhmilch ist, was tatsächlich auch so stimmt. Kann ich gleich schon mal so sagen. Also auch hier habt ihr wieder die Kuhmilch eingeschätzt. So. Also Alpro Not Milk ist Nummer 3. Das hast du als letztes eingestuft. Okay. Nummer 2 ist dann die Oatly. Aha. Ich bin einfach überrascht. Wie kann es sein, dass Oatly mich so vom Hocker haut? Ja, vor allem, dass wir auch mal so unterschiedlicher Meinung sind, dass du immer die einen so richtig
den ich gar nicht, ja. Ich bin einfach schockiert. Ich probiere es nochmal. Das hier war Oatly. Das heißt auch Oatly, ja. Aber die finde ich auch am nächsten dran, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es schmeckt so wie normale Milch. Nur der Nachgeschmack. Da finde ich, merkt man Hafer. Aber nur ganz spät, wenn ich es schon runtergeschluckt habe. Könnte auch von anderen Alternativen sein, aber ich glaube nicht. Ja. Ich möchte mal sehen, wie die aussieht. Bei Oatly sind die sonst auch immer richtig dunkel. Gut, dass wir es abgedeckt haben, weil ich glaube, wir hätten uns sonst echt beeinflussen lassen. Ja, krass. Also für mich ist auch Oatly hier am nächsten Band. Weißt du, was irritierend war? Wenn du anfängst, die Proben zu verkosten und die Oatly war ja super nah dran für mich. Und dann denkst du so, ah ja, das ist die Milch, stellst sie beiseite und dann trinkst du die letzte Probe und denkst so, ah nee, ist doch nicht die Milch, das hier ist die Milch. Ja. Was für eine große Überraschung bei der Blindverkostung der fetthaltigeren Milch. So wie Evi beschrieben hat, es war ein Wow-Effekt, gerade weil Oatly ja wirklich nur Hafer ist. Wir fanden, dass sie am nächsten der Milch schmeckt und es ist wirklich zum Verwechseln ähnlich gewesen für uns. Vom Mundgefühl, vom Geschmack. Nur leicht, wenn man es heruntergeschluckt hat und dann nochmal nachgeschmeckt hat, dann hat man Hafer rausgespürt. Diese beiden konnten uns leider in diesem Test nicht zu 100% überzeugen. Sie haben einen sehr starken Eigengeschmack und haben auch vom Mundgefühl eine etwas flüssigere, dünnere Konsistenz. Genau, gerade die Berief, die Oatly, finde ich, passt vom Mundgefühl, hat aber, wie du sagst, am Ende irgendwie einen stärkeren Eigengeschmack im Vergleich jetzt tatsächlich zur Oatly für uns. Genau, aber auch hier konnten wir relativ leicht die Milch doch dann am Ende rausschmecken. Ewe, ich mag den Geschmack von echter Kuhmilch. Ich möchte jetzt aber nicht echte Kuhmilch trinken. Welche Alternative kannst du empfehlen, die so nah wie möglich der normalen Milch kommt? Vom Geschmack. Okay, kommen wir zu unserem Fazit. Wenn ihr auf Milch steht, die 3,5% Fett enthält, dann würden wir euch die Oatly empfehlen, die 2,8%ige. Und falls ihr auf 1,5% Milch irgendwie, wenn ihr die lieber mögt, dann können wir euch zwei Alternativen empfehlen. Einmal die Alpro Not Milk mit 1,8% Fett und einmal die Oatly mit 1,5% Fett. Das kam jetzt bei unserem Blindtest so raus. Wie ihr wisst, ist das nur unsere Meinung. Ihr könnt den Test natürlich zu Hause auch wiederholen und eure Alternative heraus schmecken, die euch am besten oder am nächsten dran schmeckt. Aber für uns stehen die Sieger klar fest. Liebe Leute, jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr? Welche Milchalternative schmeckt euch am besten und findet ihr am nächsten der normalen Milch? Und vor allem, was glaubt ihr? Muss eine Milchalternative überhaupt so ähnlich schmecken wie normale Milch? Oder sollte man das überhaupt anstreben? Was ist eure Meinung dazu? Haut uns das gerne in die Kommentare und diskutiert ein bisschen drüber. Das würde uns richtig interessieren. Abonniert am besten direkt unseren Kanal, damit ihr in Zukunft kein Testvideo mehr verpasst. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Tschüss. Ciao.